Was zuletzt geschah. Der Baum auf dem Hügel in Silberdorf. Ein Ort, an dem viele schöne Dinge geschehen sind. Am frühen Morgen genoss auch Feurigel die wunderbare Atmosphäre dieses Ortes und sah verschiedene Visionen an diesem Baum. Später versammelte sich die gesamte Gruppe und Latias teilte Gruppen ein, in denen alle reisen würden, um Scheinungs zu suchen. Feurigel begleitete hierbei Ivy und Chelast. Die Zeit ihrer Reise nutzte er, um seine neuen Mitstreiter besser kennenzulernen und erfuhr so unter anderem vieles über die Persönlichkeiten der anderen, Ivys besondere Fähigkeit und vieles mehr, bis sie bei Sonnenuntergang zurückkehrten. Kapitel 4 Ehrlichkeit. Als wir wieder in Silberdorf ankamen, waren die meisten bereits wieder dort versammelt. Nur die Gruppe aus Latias und Lord Ecke war noch nicht angekommen. Lord Ecke wird wieder auf seine eigenen Regeln bestehen. Ich kann das echt nicht mehr sehen, aber dagegen machen kann ich leider auch nichts. Wenn wir uns zusammentun, können wir sehr wohl was machen. Es reicht, Lord Ecke kann doch nicht mit uns umspringen, wie er will. Es waren nicht gerade die tollsten ersten Worte, die ich überhaupt von Hydropi hörte, aber er sagte ja auch nur seine Meinung. Was mich eher überraschte, war hingegen, dass gerade Ivy sich für Lord Ecke einsetzte. Das stimmt schon, aber am einfachsten ist es, ihn einfach zu ignorieren. Er fügt schließlich niemandem Schaden zu. Noch nicht, aber wenn es so weitergeht, wird es nicht mehr lange dauern, bis jemand ernsthaft zu Schaden kommt. Und wenn es soweit ist, wird es am ehesten Scheinux treffen, sollten wir ihn finden. Ansonsten Feurigel. Einen Moment kehrte Stille ein. Alle sahen mich an. Dann lassen wir es nicht so weit kommen, das ist das Beste für alle. Dazu müssen wir uns aber etwas gegen Lord Eckes Verhalten überlegen. Das ist die einzige Möglichkeit. Wenn ich ihm beweise, dass er mir vertrauen kann, kann ich ihn vielleicht überzeugen. Wieder kehrte Stille ein. Alle starrten mich wieder an. Ich will ja nicht gemein sein, aber ich bezweifle stark, dass das möglich sein wird. Er vertraut ja nicht mal mehr seinen ältesten Freunden. Der einzige, dem er vertrauen würde, ist Günther, beendete ich seinen Satz. Und bleiben wir realistisch, Günther ist nicht hier, Günther wird auch nicht zurückkehren, auch wenn Lord Ecke noch so überzeugt ist. Er kann nicht zurückkehren und wenn er es würde, dann müssten wir ihn wieder verbannen. Lord Ecke will nur nicht einsehen, dass Darkrai damals das Richtige tat, als er Günther verbannte. Die Essenz des Hasses war ein Teil seiner Seele geworden. Mit Günther würde auch sie zurückkehren. Und der Kampf gegen die Determination würde erneut entflammen, nur damit Günther am Ende wieder verschwindet. Oder die Welt. All dies hatte ich nicht beachtet. All diese Fakten waren der Beweis. Günther konnte nicht zurückgekehrt sein. Somit konnte ich nicht wissen, wo er sich befand. Oder war er etwa... Aber was wäre, wenn Günther wirklich zurück wäre? Darkrai sucht offenbar nach ihm. Das heißt, dass Günther vielleicht wirklich irgendwo ist und damit auch die Determination. Die Stille kehrte zurück, wirkte dieses Mal jedoch bedrückender. Durchbrochen wurde sie von Stimmen am Dorfrand. Ich hatte dir gesagt, dass wir umkehren müssen. Warum hörst du nicht einmal auf das, was ich sage? Weil du keine Ahnung hast. Ich bin mir sicher, ich habe ihn gesehen. Und jetzt ist er geflohen. Nur wegen dir. Latias und Lord Ecke gesellten sich zu uns in den Kreis. Jedoch zumindest teils nicht lange. Es tut mir leid, aber ich habe genug für heute. Ich gehe schlafen. Ich bin komplett am Ende. Siehst du, hättest du nicht so gehetzt, wärst du jetzt... Sei einfach ruhig, Lord Ecke. Ich will nichts mehr von dir hören. Mit diesen Worten verschwand sie in Richtung ihrer Bleibe. Allein kam ich besser zurecht. Er wandte sich an uns. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr alle wieder nichts geleistet habt? Was hast du denn für tolle Leistungen vorzubringen, wenn du so arrogant fragst? Einen Moment war er still, bevor er sich herausreden wollte. Ich hätte ihn gehabt, aber Latias hat... An diesem Punkt hatte ich bereits abgeschaltet. Ich verabschiedete mich und ging ebenfalls schlafen. Der Tag hatte mir trotz eines schlechten Abends einiges gebracht. Die Vision am Baum des Dorfes hat mir vieles gezeigt. Auch, dass Lord Ecke wirklich nicht immer der war, der er im Moment ist. Auch Bulbi haben die Ereignisse zugesetzt. Zudem konnte ich einiges von Ivy und Chelast erfahren und coole Dinge wie Ivys Fähigkeit kennenlernen. Der Tag hatte uns keinen Schritt näher an unser Hauptziel gebracht, doch trotz allem war er nicht umsonst gewesen.
Jetzt beeil dich endlich, Vollriegel, wir sind noch nicht da. Mitten im Wald blieben Pausen immer noch hoffnungslos aus. Ich wünschte mir wirklich Ivy und Cellast als Reisepartner zurück. Doch, wie bin ich überhaupt in diese Situation geraten? Naja, es spielte sich alles am Morgen desselben Tages ab. Latias verkündete die Situation. Es fehlt immer noch jede Spur von Scheinux. Günther ist uns allen klar, außer Lord Ecke vielleicht. Aber einen Punkt gibt es noch. Wir wechseln die Gruppen heute wieder. Seemops schien etwas verwundert. Wie schon wieder? Warum das denn? Latias Begründung war ungewohnt unsachlich, aber durchaus verständlich. Weil ich mir eher die Kugel geben würde, als noch einen Tag mit Lord Ecke durch die Gegend zu rennen. Genannter sah wieder einen guten Zeitpunkt für eine Beschwerde. Dann lass mich doch einfach allein reisen. Definitiv nein. Erstens habe ich gestern gelernt, dass keiner dich ertragen müssen soll. Andererseits habe ich aber wieder bemerkt, dass ich es nicht verantworten kann, dass du alleine reist. Deswegen muss das heute jemand anderes übernehmen. Ich dachte an meine Überlegung vom Vortag. Wenn ich Lord Ecke ändern wollte, musste ich ihn dazu bringen, mir zu vertrauen. Und wenn ich Abstand hielt, würde dies nicht möglich sein. Mir war das Risiko durchaus bewusst, sowohl das körperliche als auch das mentale. Aber das musste ich eingehen. Ich werde mit ihm reisen. Latias und Lord Ecke sahen mich beide verwirrt an. Du willst mit mir reisen? Naja, ich könnte damit leben. Du hast sowieso nicht die Durchsetzungskraft, die du bräuchtest, um mich an irgendwas zu hindern. Komplett ohne Vorwarnung fand ich mich auf einmal auf dem Hügel wieder. Latias schwebte bei mir. Sag mal, meinst du das im Ernst? Was bringt dich auf einmal auf diese Idee? Naja, gestern Abend, bevor ihr beiden angekommen seid, haben wir geredet. Die meisten wollen härtere Bandagen ergreifen, was Lord Ecker angeht. Ich sehe das als letzte Chance, damit es nicht so weit kommen muss. Wenn ich ihn dazu bringen kann, mir zu vertrauen, wird er vielleicht etwas offener. Latias sah mich verunsichert an. Es ist letztendlich wohl deine Entscheidung, aber ich traue ihm zu, dass er wirklich Dummheiten anstellt. Wenn du mit ihm reist, dann pass gut auf dich auf. Und nimm das hier mit. Sie überreichte mir eine blaue Kugel. Das ist ein Star-Orb. Wenn ein Pokémon von ihm überrascht wird und nicht entkommen kann, kann es sich nicht mehr bewegen, ohne angegriffen zu werden. Sollte Lord Ecke irgendwelche Dummheiten versuchen, dann nutze ihn und kehre zurück nach Silberdorf. Ich werde hier sein. Dann werde ich ihn holen und ihm eine Lektion erteilen. Pass nur auf, dass er nichts von dem Orb ahnt. Ich nickte und nahm den Orb dankend an. Ich verstaute ihn in meinem alten Beutel, den ich in meinem Haus gefunden hatte. Dann wünsche ich dir viel Glück. Und so bin ich hier gestrandet, mitten im Wald, nur mit Lord Ecke, der mich hetzt. Er bestand darauf, dass wir den exakt selben Bereich absuchten, den er und Latias bereits am Vortag besucht hatten. Immer noch bestand er darauf, Scheinux hier gesehen zu haben. Können wir nicht kurz Pause machen? Nein, können wir nicht. Oder willst du etwa, dass Scheinux davon kommt? Wenn er gestern hier war und heute wieder hier wäre, dann würden 10 Minuten Pause auch nicht dafür sorgen, dass wir ihn verpassen. Na und, wer von uns beiden hat hier mehr zu sagen? Mit dieser Aussage machte mir Lord Ecke klar, dass ich falsch vorgegangen war. Ich stoppte und setzte mich für eine Pause. Keiner, das hier ist eine Gruppenaktion und deswegen muss ich mir auch nicht von dir sagen lassen, was ich tun soll. Lord Ecke wirkte ziemlich überrumpelt von dieser Reaktion. Was? Was glaubst du, wer du bist? Dir ist klar, dass ich dich in einem Kampf haushoch besiege, nicht? Ja, aber ich weiß auch, dass du mich nicht bekämpfen wirst. Du weißt selber, wie Latias darauf reagieren würde. Und du weißt auch, dass du es dir nicht leisten kannst, alle Mitstreiter zu verlieren. Wieder schien er ziemlich überrascht, aber tatsächlich gab er nach. Meinetwegen, 10 Minuten, dann geht's weiter. Mit genauen Sprüngen kletterte er in Windeseile auf den nächsten Baum und setzte sich auf einen Ast nicht allzu hoch über mir. Ich nahm mir einen Apfel aus dem Beutel und aß ihn. So saßen wir einen Moment da. Keiner sagte auch nur ein Wort. Ich versuchte die Stille zu durchbrechen. Willst du auch rein? Einen Moment lang wirkte er genervt, atmete jedoch kurz durch und sagte bloß: Wirf einen hoch. Ich tat, was er sagte. Nachdem wieder kurz Stille einkehrte, beschloss ich, ein ziemliches Risiko einzugehen. Lord Ecke schien zumindest für seine Verhältnisse relativ gut gelaunt zu sein. Daher sah ich meine Gelegenheit für ein Gespräch. Sag mal, Lord Ecke, wer sind diese zwei Pokémon?
Er sah überrascht auf. Welche zwei? Ich kenne ihre Namen und Spezies nicht. Ein grünes Pokémon mit einer Knospe auf dem Rücken und ein Feuer-Pokémon mit seltsamer Nase. Er hörte auf zu essen. Du meinst Floink und Bisasam? Woher kennst du sie? Ich beschloss, ihm die Wahrheit zu sagen. Gestern Morgen war ich schon vor euch allen wach und war deswegen alleine am großen Baum. Ich hatte versucht, in mich zu gehen, um mich vielleicht an etwas zu erinnern. Stattdessen sah ich Vision. In der ersten habe ich dich und diese zwei Pokémon auf dem Hügel gesehen. Vision? Bei dem großen Baum? Entweder du sagst die Wahrheit oder du kanntest die beiden und dein Gedächtnisverlust ist eine Lüge. Andererseits, du könntest sie eigentlich nicht kennen, ohne dass ich dich je gesehen oder von dir gehört habe. Gut, ich glaube dir. Dieses Mal war ich der Überraschte. Wirklich? Glaubst du nicht, dass ich dir etwas vorlüge, wie du es bei meinem Gedächtnisverlust denkst? Ich weiß nicht, was du über mich denkst, aber ich bin nicht dumm. Du kannst bei diesem Punkt nur die Wahrheit sagen. Außerdem bin ich mir durchaus bewusst, dass es auch sein kann, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Genauso wie auch Shinox unschuldig sein kann. Aber in diesen beiden Fällen sprechen die Fakten gegen euch. Aber dass es die Möglichkeit gibt, ist mir bewusst. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Lord Ecke die Situation tatsächlich so rational sehen würde. Und Floink und Bisasam waren gute Freunde, aber sie sind beide Opfer des Krieges geworden. Einer ist für immer fort, einer verschwand und ist zurückgekehrt. Jedoch hat die Einsamkeit in der Ewigkeit seinen Verstand geraubt. Er hat sich gegen uns gestellt und musste wieder verschwinden. Ich gebe zu, ohne Shinox wäre das nix geworden. Als ich euch gesehen habe, ihr wirktet ziemlich glücklich. Ihr wart gute Freunde, nicht? Die beiden waren meine besten Freunde, nach Günther. Nun war meine Chance, alles oder nichts. Lord Ecke, du weißt, du hast immer noch gute Freunde, nicht? Nur, wenn du sie weiterhin so behandelst, wie du es im Moment tust, werden sie es nicht mehr lange bleiben. Meine Hoffnung war gewesen, ihn wirklich zum Nachdenken zu bewegen. Jedoch schien es nicht zu helfen. Ich weiß, dass sie mir helfen wollen, aber sie machen es falsch. Sie glauben nicht an Günthers Rückkehr. Sie wollen, dass ich aufgebe. Günther hat mir einmal etwas gesagt. Solange du hoffst, wird die Hoffnung leben. Und ich weiß, dass er recht hat. Wenn ich aufgebe, ist die Hoffnung verloren. Wenn ich aufgebe, werde ich ihn nie wiedersehen. Nur wenn ich suche, kann ich ihn wiederfinden. Sobald ich das geschafft habe, kann ich mich um andere Probleme kümmern. Er schien etwas sentimental zu werden. Ich glaubte, eine Träne an seiner Wange zu erblicken. Du weißt nicht, wie es ist, einen so guten Freund zu haben. Egal was geschah, ich konnte mich immer auf ihn verlassen. Immer war er für mich da. Wir konnten zusammen alles schaffen, sogar die Welt retten. Zweimal! Ich muss ihn einfach wiedersehen, egal was es kostet. Aber denkst du nicht, dass auch Bulbi sich so fühlt? Dass sie sich gegenüber Shinox so fühlt und trotzdem stellst du dich ihr entgegen? Ich kenne ihren Schmerz, ich weiß, wie schlimm es für sie ist. Aber es gibt einen Unterschied. Shinox ist verloren. Er ist und bleibt Nick Schosma, der geisteskranke Wissenschaftler, der Verräter. Shinox kann nicht gerettet werden. Anders als Günther. Und was, wenn er es nicht kann? Ich meine, die Determination ist ein Teil seiner Seele. Günthers Leben würde die Zerstörung der Welt bedeuten, oder nicht? Diese Aussage erwies sich als großer Fehler. Ich war mit diesem Gespräch auf einem guten Weg gewesen, hatte durch diese Aussage jedoch alles verloren. So ein Scheiß, das ist alles gelogen. Warum sollte ich so etwas glauben? Die Determination hatte Günther nur übernommen. Der Teil mit der Seele war doch nur eine Lüge von Darkrai. Er wollte doch nur Günther loswerden. Und ihr alle glaubt seinen Worten. Ihr glaubt lieber eurem Feind als mir. Deswegen brauche ich niemanden von euch. Deswegen bin ich der geworden, der ich bin. Ihr seid alle blind. Blind für die Wahrheit. Oder du kennst die Wahrheit selber. Vielleicht steckst du ja auch mit Darkrai unter einer Decke. Genau wie Shinox. Er sprang von seinem Ast. Ich werde die Suche alleine fortsetzen. Ich brauche dich nicht. Ich werde die Wahrheit herausfinden und beweisen, dass du nicht auf unserer Seite stehst. Bevor ich die Chance hatte, erneut zu handeln, war er bereits verschwunden. Mein großes Problem, ich hatte keine Idee, wo ich war und wie ich zurück nach Silberdorf kommen konnte.